Ramadan, ein Monat der Befreiung vom Höllenfeuer. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten wie den Menschen früher Zeiten vorgeschrieben, auf dass ihr Allah fürchten möget. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad seit Anbeten Diener und Gesandter ist, der sagte, demjenigen, der im Ramadan aus dem Glauben heraus und der Hoffnung auf die Belohnung Allahs fastet, werden seine vergangenen Sünden vergeben. Nun zum Thema. Allah zeichnet den gesegneten Monat Ramadan mit Gaben aus, die kein anderer Monat hat, wie zum Beispiel, dass in ihm die Himmelsschriften geoffenbart wurden. Der Erhabene sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Richtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Richtleitung und der Unterscheidung. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, die Schriften Abrahams ist in der ersten Nacht vom Monat Ramadan, die Tora ist in der sechsten Nacht vom Monat Ramadan, das Evangelium ist in der 13. Nacht vom Monat Ramadan, die Psalmen ist in der 18. Nacht im Monat Ramadan und der Koran ist der 24. Nacht vom Monat Ramadan herabgesandt worden. Ramadan ist ein Monat des Bittgebets bzw. der Erhöhung des Bittgebets. Das Bittgebet gehört zu den großartigen Anbetungshandlungen Allah gegenüber. Der Erhabene sagt, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich ihnen nahe und erhöre. Wenn einer mit mir betet, sein Gebet. Sie sollen nur auch ihrerseits auf mich hören und an mich glauben. Vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Fastende hat bei seinem Fastenbrechen ein Bittgebet, das nicht zurückgewiesen werden. Er sagte auch, es gibt drei Personen, deren Bittgebete niemals abgelehnt werden. Der gerechte Führer, die fastende Person, wenn sie ihr Fasten bricht, und der Unterdrückte, wenn er demütig bittet. Dessen Bittgebet wird über die Wolken im Burg gehoben und die Tore des Himmels werden Seitenwegen geöffnet werden. Und Allah wird sagen, bei meiner Herrlichkeit, ich werde dir beistehen, auch wenn es nahe nach einer Weile ist. Ramadan ist ein Monat der Befreiung vom Höllenfeuer. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wenn die erste Nacht des Monats Ramadan kommt, werden die Satane und die biblischen Djinn angekettet und die Tore des Höllenfeuers geschlossen. Und kein einziges Tor bleibt geöffnet. Die Tore des Paradieses werden geöffnet und kein einziges Tor bleibt geschlossen. Und ein Rufer ruft, O Sucher des Guten, geh weiter, O Sucher des Bösen, unterlass es. Und Allah rettet Leute aus dem Höllenfeuer in jeder Nacht. Aus dem Glauben heraus bedeutet in dem Glauben, dass es wahr ist. Aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs bedeutet, dass man es nur für Allah tut und nicht um von den Menschen gesehen zu werden. Das Fasten ist ein Anlass zur Vergebung der Sünden. Der Erhabene sagt, wahrlich, die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen Frauen, die standhaften Männer und die standhaften Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, die Männer, die Almosen geben und die Frauen, die Almosen geben, die Männer, die fasten und die Frauen, die fasten, die Männer, die ihre Keuschheit wahren und die Frauen, die ihre Keuschheit wahren, die Männer, die Allahs häufig gedenken und die Frauen, die gedenken. Allah hat ihnen Vergebung und herrlichen Lohn bereitet. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, demjenigen, der im Monat Ramadan aus dem Glauben heraus und die Hoffnung auf die Belohnung Allahs fastet, werden seine vergangenen Sünden vergeben. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt auch, wer auch immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs die Nacht der Bestimmung im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben.
Von Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ist überliefert, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen einmal fragte: Wer von euch fastet heute? Da erwiderte Abu Bakr: Ich. Er fragte weiter: Wer von euch ist heute einem Trauerzug gefolgt? Da sagte Abu Bakr: Ich. Er fragte weiter: Wer hat heute ein Almosen gegeben? Da erwiderte Abu Bakr: Ich. Dann fragte er: Wer von euch hat einen Kranken besucht? Abu Bakr antwortete: Ich. Da sagte er: Wer auch immer dieses alles tut, der wird ins Paradies gehen. Das Fasten ist eine geheime Anbetungshandlung zwischen dem anbetenden Diener und Allah. Der Erhabene sagt: Siehst du denn nicht, dass Allah alles weiß, was in den Himmeln ist und alles, was auf Erden ist? Keine geheime Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der er nicht Vierter wäre, noch eine zwischen Fünften, bei der er nicht Sechster wäre, noch zwischen weniger oder mehr als diesen, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Dann wird er ihnen am Tage der Auferstehung verkünden, was sie getan, wahrlich, Allah weiß alle Dinge. Das Fasten ist Allahs und er belohnt dafür, wie es ihm beliebt. Von Abu Huraira ist überliefert, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte: Allah sagt, alle Taten der Kinder Adams gehören ihnen, außer dem Fasten, das mir gehört, und ich werde es belohnen. Das Fasten ist ein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er geschlechtliche Beziehungen mit seiner Frau vermeiden und er soll Streit vermeiden. Sollte jemand ihn angreifen oder mit ihm Streit suchen, soll er sagen: Ich faste, ich faste. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Der Mundgeruch eines Fastenden ist Allah lieber als der Duft von Moschus. Der Fastende erfreut sich zweier Dinge. Wenn er sein Fasten bricht, freut er sich. Und wenn er seinem Herrn gegenübersteht, freut er sich über sein Fasten. Bei Allah, nichts wahrt dein Vermögen wie das Almosen geben und nicht reinigt das Geld wie das Entrichten der Zakat. Viele Reiche, die Schätze, Häuser und Paläste besessen haben, sind gestorben und sie haben dann all dies innig bereut, weil sie mit ihrem Vermögen falsch umgegangen sind. Das Fasten wird bestimmt nicht fehler- und mangelfrei sein und dass das Fasten die Sünden zunichte macht, ist davon abhängig, ob man sich vor dem hütet, was man vermeiden soll. Das Almosen macht diese Fehler und Mängel wieder gut, deswegen ist es Pflicht, Zakat al-Fitr am Ende des Ramadan zu entrichten, damit sich der Fastende von der unnützen und unzüchtigen Rede befreit. O Fastender, durch dein Hergeben und deine Freigebigkeit leist du deinem Herrn etwas, was du an einem Tag finden wirst, an dem du äußerst arm und bedürftig sein wirst, nämlich am Tag der Auferstehung. Lieber Fastender, es sind ein Schluck Wasser, ein bisschen Milch, ein paar Datteln, wenig Essen oder Geld, wenig Kleidung oder Früchte, die du einem Bedürftigen freigebig gibst, die dein Weg zum Paradies sind. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Brüder im Islam, der Sohn Adams ist verwirrt darüber, wie schnell die Zeit vergeht und wie erstaunlich rasch die Seiten der Geschichte zusammengefaltet werden. Die Tage und die Nächte eines ganzen Jahres sind vergangen und zusammengefaltet im Register der Vergangenheit. Mit allem, was sie an freudigen oder traurigen Ereignissen enthalten. Der Sohn Adams hat keine Hoffnung mehr auf die Rückkehr dieser Nächte oder Tage, in denen Allah das Handeln beschlossen hat, da Allah der Gepriesene diese Tage unter den Menschen wechseln lässt. Hast du dich nur durch die Vergangenheit ermahnen lassen
Oder sind die Zeiten einfach wie die Wolken bei jemandem vorbeigezogen, der Durst und Hunger erträgt und keinen Schatten findet, der ihn vor der Hetze der Sonne schützt, während er denkt, dass er sie überwinden und besiegen wird. Diese Szene zeigt das Bild der Reise des Lebens in diesem Daseins zu Allah, dem Hocherhabenen, dem Allmächtigen. Hast du deine gesamten Taten darin ignoriert? Wenn es sich um gute Taten handelt, für die du im Diesseits nicht gelobt werden möchtest, um an dem Tag, an dem weder Besitz noch Kinder etwas nutzen, ihre Auswirkungen zu sehen, und wenn dich auch kein Selbstlob, Hochmut und Augendienerei befallen, wodurch diese guten Taten verloren gehen, so ist die Ignorierung in diesem Fall sehr gut. Wenn es jedoch das Gegenteil davon ist, wieso sollte jemand diese Taten dann ignorieren oder vernachlässigen? Oder der Seele die Schwerlast dieser Sünden und schlechten Taten aufbürden, die mit deinen guten Taten ausgeglichen werden, wobei du über keinen Ersatz für sie verfügst. Weshalb also diese Gelassenheit, Faulheit, Untätigkeit und Verzögerung, während du dich am Ort der Rechtschaffenheit oder des Wohls befindest, wo du dein Feld bestellen und die Saatfelder bepflegen kannst und die Früchte des Erfolgs von Allah bepflücken kannst. So erbeute deine Tage, Nächte, Minuten und Sekunden. Bitte Allah um Vergebung und vollziehe eine reumütige Umkehr zu ihm von dem, wozu dich der Satan eingeladen hatte und worüber er glücklich über deine Freundschaft war, um dir Schaden zufügen zu können. Monate ist, wer sie aus reinem Glauben und in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs im freiwilligen nächtlichen Gebet verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Allah schenkt dir die folgenden Briefen, damit du die Angelegenheit mit aufrichtiger Absicht angehen und die Ehre dieser Gabe erreichen kannst. Der Gesandte Allah, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte: Wenn der Ramadan beginnt, werden die Tore des Paradieses geöffnet, die Tore der Hölle geschlossen und die Satane gefesselt. Er sagte auch: Im Ramadan werden die Tore der Barmherzigkeit geöffnet, die Tore der Hölle geschlossen und die Satane angekettet. Wie großartig ist die Gunst und wie groß ist der Gewinn, Allah wird deine schlechten Taten in gute umwandeln. Allah ist der Größte. Nur ein Ignoranter oder Verzichtender auf die Gunst Allahs vernachlässigt diesen Gewinn. Bereue denn, wenn du diesen großen Gewinn erzielen möchtest. Jenen wird Allah ihre schlechten Taten in guten Taten umwandeln. Hör dem zu, was der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, als Ermutigung zur Reue sagte: Wahrhaftig, Allah freut sich über die Reue seines Anbetendienen. Der Gesandte Allah, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte ferner: Allah, der Erhabene, sagt: O Sohn Adams, solange du mich anflehst und mich bittest, vergebe ich dir, was von dir ist, und beachte es nicht. O Sohn Adams, wenn auch deine Sünden bis zu den Wolken des Himmels reichen und du mich um Vergebung bittest, so vergebe ich dir und beachte es nicht. O Allah, befreie uns vom Höllenfeuer in diesem gesegneten Monat.